Hallo, was waren Sachen? Ja, es gibt mal wieder einen Vlog von mir. Ich war die letzten 2 Wochen ja offline oder war nicht da. Mir ging es nicht gut. Ich hatte eine fiese Grippe. Dementsprechend war auch halt Energie und Motivation gen Null. Ich hatte nicht mal die Kraft für so ein simples Vlog-Video, wo ich mich einfach hinsetze und laber, was so passiert ist. Selbst dafür hat mir schon die Kraft gefehlt. Aber jetzt bin ich wieder fitter. Grippe ist fast überstanden. Ein bisschen grippal fühle ich mich noch. Ein bisschen Halsschmerzen. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Sondern es geht immer einher. Mir geht es körperlich nicht gut. Und dann bin ich halt auch noch in wieder ein Loch von der Depression gefallen. So ein depressives Loch. Und ich hatte keine Energie. Selbst aufstehen war zu schwierig. Heute habe ich es wieder geschafft, aufzustehen pünktlich. So halbwegs. Ich habe nur den Wecker gestellt. Um 10 Uhr war ich dann tatsächlich auch aus dem Bett. Die letzte Zeit bin ich vor 1 nicht aus dem Bett geschafft, obwohl ich um 9 aufgestanden bin. Naja, Depression ist halt echt ein bisschen kacke. Ja. Ihr habt auch nicht viel verpasst. Die 2 Wochen ist halt nicht sonderlich viel passiert, weil ich für kaum was Energie hatte. Das Letzte, was wir dann gemacht haben, ist hier die Terrarien aufgebaut. Die hat mir im Stream gemacht. Ich habe auch, glaube ich, 2, 3 Mal Pokémon versucht zu streamen, aber da hatte ich auch, glaube ich, nach einer Stunde oder zwei wieder abgebrochen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Ja. Wir wollen auch wieder ein bisschen was machen. Ich habe auch ein paar Aufträge bekommen jetzt die Woche. Da werden wir vielleicht auch live dran ein bisschen arbeiten. Je nachdem, nur auf Twitch, vielleicht auch auf YouTube. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den einen oder anderen Auftrag, der halt in die 18-Plus-Richtung geht, weil viel Blut und so. Letztes Mal hatte sich der YouTube beschwert. Ich muss da mal gucken, ob ich das dann parallel wieder weitermache. Und dass es halt ein Zufall war. Oder ob ich so alles, was so in die 18-Plus-Richtung, Gore-Richtung geht, wo man Blut sieht oder so, dass ich das nur auf Twitch mache und dann halt, keine Ahnung, in einem Timelapse, wo ich, keine Ahnung, das Blut zensiere oder was weiß ich. Ich muss da nochmal gucken, weil YouTube ist auch so Inkonsistenz. Manchmal sind Sachen, die sind okay und dann machen sie gleichen Sachen, die sind nicht okay. Ist ein bisschen komisch. Was auch komisch ist, ich hatte mir einen Kofi gemacht. Ich hatte, ja, vor 2 Wochen ungefähr, hatte ich mir einen Kofi gemacht. Und ich hatte den keine Woche online und wurde direkt erstmal suspendiert wegen Pornografie. Ich habe da Talent für anscheinend. Gebannt wurde dieses Bild. Ja, ich weiß zwar nicht so genau, immerhin haben sie mir gesagt, dass es an diesem Bild lag. Ich weiß zwar nicht, was an Cornys Schwänzchen so not safe for work sein soll, aber tut mir leid, Corny, den Schweif, den ich dir vor 3 Jahren oder so mal gemacht hatte, der darf nicht auf die Webseite, der ist pui. Der ist, keine Ahnung. Die anderen Bilder waren alle okay. Das war der Eichhörnchenschwanz, den sie nicht haben wollen. Will mich auch ein bisschen am zitieren. Ich will ja einen Shop aufmachen. Ich habe ja hier auch ganz, ganz viele Sticker gemacht. Da hatte ich jetzt die letzte Zeit meine Freude dran. Ich habe hier jede Menge Stickerchen gemacht in verschiedenen Variationen. Ich habe verschiedene Folien ausprobiert. Was halt für meinen Drucker und so alles am besten funktioniert. Da habe ich echt ein paar schöne Sachen. Und den wollte ich ja auch in einem Shop verkaufen. Nur da jetzt Kofi direkt gemeckert hatte, bin ich mir nicht sicher, weil ich ja auch hier Sachen dabei habe, die halt aus anderen Spielen und so sind, ob die dann gleich wieder meckern und schimpfen. Deswegen war ich überlegen, ob ich das nicht doch auf einer separaten Shop mache, als auf Shopify oder so, mir da einen kleinen Shop mache, dass ich da einfach entspannter fahre und mich da nicht mit Kofi rumärgern muss. Ich habe immerhin jetzt ein paar YouTube-Modelle auf Kofi geladen, da werden jetzt noch mehr kommen. Ich werde gucken, meine ganzen alten Modelle, die ich schon mal gemacht habe, werde ich gucken, ob die sauber funktionieren und dann packe ich die da auch noch mit drauf, dass man dann halt so Modelle, die man halt on Stream macht, auch einfach da reinkommt und für ein paar Euros dann halt nutzen darf. Die Modelle dürften natürlich ihr nutzen ohne Problem, also dürft ihr in Streams und Videos und sonst was nutzen. Müsst mich nur unten in der Beschreibung verlinken, irgendein Social Media, dass ich das Modell erstellt habe. Und einige Modelle habe ich auch dabei geschrieben, darf man halt auch einfach bearbeiten. Jetzt den Among Us-Charakter, das Auge oder den Slime, den kann man dann nach Herzenslust selber anpassen, wenn man dann will. Ich schreibe das bei den Charakteren immer dabei. Bei manchen fände ich es nicht so schön. Halt Klamotten kann man ändern, aber mehr an Modellen noch nicht. Muss mal gucken, ich habe hier auch noch ein paar Fancy-Folien, da weiß ich aber noch nicht so genau, was ich damit mache. Hier, da. Ich hab hier so komplett holographische Dinger, die sind auch voll cool. Die Farben an sich sind nicht so geil, aber das ganze Ding glitzert. Das finde ich auch schon cool. Die hat mir gefallen. Davon habe ich auch noch ein bisschen was von der Holofolie. Aber da kann ich nicht jedes Bild drauf drucken, das habe ich auch schon gemerkt. Manche Farben funktionieren da nicht so gut. Und was ich habe, na, das sind noch mehr Holos. Hier. Dann habe ich bei den Eevees ausprobiert. Dass ich im Nachhinein. Ja. Jetzt sieht man es so, eine Glitzerfolie. Ah, in der Kamera sieht man es schlecht.
drauf mache. So ein bisschen speziell. Ich habe generell verschiedene Stickerpapiere ausprobiert. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und habe mir jetzt einfach für mich so zwei, drei Folien rausgesucht, die halt bei meinem Drucker und meinem Plotter zusammen gut funktionieren. Da bleibt nichts hängen, da bleibt die Farbe auch drauf. Ich hatte auch einige Acryl-Dinger, die halt cool aussehen, weil sie durchsichtig sind und nicht auf so dieses dickere Acryl. Die gingen gar nicht durch meinen Drucker durch. Der hat sich im Drucker verklebt. Also es hat wirklich beim Drucken die Folie abgezogen. Ja, so ein paar Sachen gingen nicht. Einige Folien haben tatsächlich einfach nicht funktioniert. Aber dafür muss ich ja das ausprobieren. Also zwei, drei Folien habe ich jetzt gefunden, die halt auch eine schöne Farbe haben und auch bei meinem Plotter auch gut funktionieren. Ja, wie gesagt, das werde ich dann aber erst in den nächsten paar Wochen machen mit dem Shop. Ich sagte, auf Kufi werde ich es nicht machen. Aber ich glaube, den Ärger spare ich mir. Ich hatte ja direkt erstmal Probleme erstellt und erstmal suspendiert, dass ich mir dann wirklich den Ärger erspare. Und da landen jetzt nur halt VTuber-Modelle und so digitaler Zeug drauf und Sticker und auch die Buttons. Ja, meine Buttonmaschine, die steht auch schon bereit. Da muss ich jetzt noch Bilder raussuchen, die man halt schön da reinmacht. Das ist jetzt die kleine, für die kleinen Buttons. Hier, die sehen dann so aus, so kleine Buttons. Ich habe noch zwei andere Größen, also noch eine mittlere Größe und eine große Größe. Ja, mal gucken. Das ist dann das Zeug, was dann halt die nächsten Wochen über Shopify oder so angeboten wird. Ja, ich bin ja dann auch erstmal die, warte mal, in zwei oder drei Wochen? Ich glaube, in zwei Wochen bin ich ja dann auch erstmal kurz im Urlaub. Da besuche ich einen guten Freund in Spanien. Ja, mal gucken. Und danach nehme ich das in die Hand, sonst wird mir das zu stressig. Oh, hier ist auch voll süß. Die Emotes mal versucht. Hab dann auch gemerkt, ich habe viel zu groß gedruckt, weil ich die Vorlage genommen habe von dem Papier, was hier reinkommt. Aber das wird ja deutlich kleiner, wenn es wirklich in den Botten ist. Da muss ich auch noch die passende Größe finden, das habe ich. Und natürlich auch jede Menge Pokebälle oder sowas gehäkelt. All das wird dann halt im Shop landen. Ich bin überlegen, ob ich so kleine Wundertüten auch anbiete, dass man halt so zufällig, weil ich habe ja viele gehäkelte Sachen. Ich habe ja jetzt ein paar Sticker, ein paar Buttons, dass man so eine kleine Wundertüte für 5 Euro hat und dann hat man, keine Ahnung, ein paar Sachen drin. Eine gehäkelte Sache und ein paar Sticker oder so. Ja, und dann mal gucken. Je nachdem, wie viel ich dann verkaufe, wie gut das angenommen wird, kann ich ja dann immer aufrüsten mit weiteren Artikeln, dass man Acryl-Anhänger oder sowas dazu holt, weil ich muss ja gucken momentan. Im Krankengeld habe ich jetzt auch nicht so das große Kapital, dass ich da jetzt erstmal Unmengen an Stuff holen kann. Ja, und mehr. Ich hatte auch noch ein bisschen versucht zu animieren. Ich hatte jetzt momentan wieder sehr Bock auf Animieren und hatte auch an für sich hatte ich da auch Spaß dran. Ich hatte ja einen kleinen Clip animiert, den ich aus einem Stream oder einem Video von Traymond mir geholt habe. Ich verlinke das mal hier oben in der Infokarte, kann man das. Warte mal. Das wäre nämlich, da ist irgendwo eine Infokarte und da werde ich das mal verlinken oder unter der Beschreibung. Fand ich ganz lustig, habe ich einfach eine lustige Situation einfach nachanimiert, dass ich sowas halt nachanimiere. Ich hatte das auch mal überlegt, dass ich so eine Story-Time-Animation mache, wie man das vielleicht kennt aus dem englischen Raum, so Jane Animatics oder The Odd Ones Out, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen viel. So 1-2 Minuten sind okay, aber dann, was länger ist, da fehlt mir auch wieder die Energie dazu. Und ich möchte ja halt noch andere Sachen machen. Ich habe ja noch ein paar Aufträge, an denen ich weiterarbeiten will. Noch andere Projekte, wo ich weiterarbeiten möchte. Ich habe wieder viel zu viel zu tun. Oder ich hab mir viel zu viel vorgenommen. Ich will so viele Sachen machen und dann übernehme ich mich wieder. Und dann geht es mir wieder schlecht. Da muss ich halt echt aufpassen. Erstmal konzentriere ich mich auf die Aufträge, dass die fertig sind. Weil, dafür kriege ich Geld und da warten halt andere Personen auf mich und bei den anderen, das läuft mir ja nicht weg. Ich habe ja mein Fighting Game, was ich ja machen wollte. Da bin ich seit der Reha auch nicht wirklich weiter dran gesessen. Ich müsste ja eigentlich jetzt Animationen dafür machen, dass man den ersten Charakter wirklich testen kann. Ich habe ja noch den Dummy drinne, der die Mixamo-Animation hat, dass ich da anfange mit dem ersten Charakter. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, mal schauen. Will auch viele YouTuber-Modelle machen. Da habe ich auch nicht so viel machen. Ich habe einen angefangen. Ich habe, das ist, glaube ich, auf einem, wo habe ich das gehört? Das ist, glaube ich, auf einem Witz oder so von Stay gegangen. Der sagt, der will einen dicken antichristlichen Panda haben. Und das fand ich lustig, den wollte ich auch modellieren. Den hatte ich tatsächlich schon angefangen. Ich glaube, da habe ich den halben Kopf oder so. Und dann der Rest, der fehlt noch. Vielleicht machen wir den auch mal weiter. Ich habe so viele Sachen angefangen, habe auch Unmengen wieder an Skizzen und Ideen mir gesammelt, die ich machen wollte, zeichnen wollte. Ja, jetzt habe ich Energie, jetzt will ich wieder was machen und dann mache ich zu viel, dann geht es mir wieder schlecht. Ich muss da echt ein bisschen aufpassen. Die hat mich ja vor der Grippe auch ein bisschen selbst übernommen, weil ich hatte nach der Reha wieder Energie und Kraft, was zu machen. Und dann habe ich wieder so viele Sachen angefangen und dann
Ja, habe ich mich selbst so sehr gestresst, dass es mir wieder schlechter ging und dann kriege ich noch die Grippe und dann war ich komplett K.O. Ich musste ein bisschen mehr lernen, auf mich zu achten und nicht so viel auf einmal machen zu wollen. Auch wenn ich coole Ideen habe oder viele Ideen habe, muss man Prioritäten setzen, was jetzt erstmal ist. Ja, und die Prioritäten sind jetzt erstmal Aufträge. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Auftrag auch on-stream machen. Da muss ich mal gucken. Ich habe hier und da den einen oder anderen Auftrag, der in die Gore-Richtung geht. Auf YouTube gab es da immer Probleme. Ich glaube, die Dinger werde ich halt tatsächlich nur auf Twitch machen, weil Twitch hat da irgendwie keine Probleme. Denen scheint es ziemlich recht egal zu sein, was man momentan auf ihrer Plattform macht, wenn man halt nicht straight up irgendwelche Filmchen guckt. YouTube schimpft da immer mal ein bisschen. Ich habe zwar noch keinen Strike oder so kassiert, aber hier die ein oder andere Warnung bei ein paar Sachen, die ich dann noch tatsächlich runtergenommen habe. Auch Sachen, die ich halt vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren gezeichnet habe, wurden dann auch geflaggt, weil, oh, da sieht man Blut, das geht ja nicht. Habe ich dann einfach auch runtergenommen, weil den Stress tue ich mir nicht an. Bin ja eh noch nicht monetarisiert, ist jetzt nicht, dass ich da großartigen Verlust hätte. Zumal das sind halt auch Bilder, die ich vor 5, 6 Jahren oder sowas gemacht habe. Da war es mir jetzt auch nicht so leidlich, dass man die nicht mehr sieht. Und was ich sehr, sehr lustig fand, ich hatte auch ein Video gemacht zu einer ehemaligen Riot Games Splash-Artistin, dass die ihre Kunden mit AI scammt und von der habe ich auch eine Warnung gekriegt, weil boah, wegen privater Gründe oder irgendwie so die Veröffentlichung privater Daten oder sowas, was halt nicht war, habe ich auch ein paar Sachen zensiert. Das hat man, glaube ich, auch live on Stream gemacht, war irgendwie ganz lustig, weil sie hat halt nicht gepasst, dass man aufdeckt, dass sie ihre Kunden verarscht. Ja, und dann habe ich ein paar Sachen zensieren müssen. Unter anderem ihre YouTube-Videos. Das Einzige, was halt für sie gesprochen habe, habe ich zensieren müssen. Und halt, was waren es noch? Irgendwelche Avatar-Bilder in Discord-Nachrichten oder so, die öffentlich sind. Irgendwie sowas in die Richtung. Sich schon gar nicht mehr. Also war einfach affig. Naja, das habe ich auch schon hinter mir. Ich habe aber keinen Punkt oder so, also keinen Strike oder sowas gekriegt. Ich halt nur eine Warnung. Da hat jemand sich gemeldet, gucken Sie doch bitte mal selber nach und nutzen Sie die Blur-Funktion einfach. Und dann sind meinen guten Willen gezeigt und überall, wo was angekreidet wurde, was geblurrt, was ich dachte, das könnte das sein. Sei es jetzt halt ein Profilbild oder Name, habe ich dann einfach nachträglich geblurrt. Oder halt das YouTube-Video, was halt sie gezeigt hat, wie sie normalerweise Bilder zeichnet. Naja, vielleicht, wenn ihr euch interessiert, was ich hier labere, könnt ihr das Video angucken. Ich glaube, das ist besser erklärt. Da könnt ihr auch sehen, was ich zensieren musste. Da haben wir so einen Blurfilter drauf, so nachträglich eingefügt. Ja, so. Jetzt habe ich wieder sehr viel geredet. Schön, dass ihr mir zugehört habt und danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Werdet nicht krank. Momentan geht ja die Grippe rum, sei es die normale Grippe oder Magen-Darm-Grippe. Ich habe jemanden tippen. Max, willst du auch Tschüss sagen? Nee? Oh, sie haben mich angesprochen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns hoffentlich wieder regelmäßig einmal die Woche. Keine Ahnung, ich habe, glaube, jeden Dienstag gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das beibehalte momentan. So Zeitgefühl, komplette Katastrophe. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen.